der Freezer-Clan. Viele Dragon Ball-Fans werden sich jetzt fragen, was der Freezer-Clan überhaupt ist. Nun ja, das ist die Spezies, zu der auch Freezer gehört. Doch wer ist noch Teil des Freezer-Clans? Das klären wir in diesem Video. Woher kommt überhaupt der Name? Der Name kommt aus Dragon Ball Xenoverse 1 und 2, wo man als Teil des Freezer-Clans spielen kann. Jedoch ist es auch das einzige Mal, dass wir in diesem Video auf Spiele eingehen werden, da es uns einfach den Rahmen sprengen würde, weil es in Games viele verschiedene Arten von Freezer-Clan-Mitgliedern gibt, die einfach viel zu viel wären. Deswegen beziehen wir uns nur auf Anime und Manga. Aber nun gut, wer gehört überhaupt zum Freezer-Clan? Wir haben natürlich einmal Freezer, der Namensgeber, King Cold, Cooler, Frost, Chilled und Kurisa. Wer? Ja, Kurisa. Er ist der Sohn von Freezer und kommt aus einem Fan-Manga. Das heißt, wir klammern ihn so ein bisschen aus dem Canon, jedoch wollte ich trotzdem mal über ihn sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ich habe schon bei deinem ersten Angriff bemerkt, dass du nicht voll durchziehst. Aber bei dir muss man ja auf alles gefasst sein. Deswegen war ich erstmal auf der Hut, bevor ich mitgespielt habe. Gut, denn wärst du wirklich so dumm gewesen, es nicht zu verstehen, hätte ich dich vermutlich getötet. Wir haben Freezer. Freezer, der jüngste Sohn von King Cold, der die Freezer-Armee leitet, die er von seinem Vater übernommen hat. Freezer musste nie für irgendwas trainieren, außer für seine Golden Form in Dragon Ball Super, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Er war immer der Stärkste und musste sich auch nie fürchten, außer vor den Saiyajins. Deswegen hat er vermeintlich den Planeten Vegeta zerstört. Doch die Dragon Ball Super kennen, wissen, dass es einen anderen Grund gab. Doch wir wissen, überlebten Son Goku, Vegeta, Raditz und Nappa. Und ein gewisser Saiyajin und sein Vater aus einem Film, über den wir jetzt auch nicht unbedingt sprechen wollen, weil es geht hier um den Freezer-Clan, okay? Von denen Goku und Vegeta dazu beigetragen haben, dass Freezer ausgelöscht wird. Wobei Goku zum Einzigen wurde, was Freezer gefürchtet hat. Zum Super Saiyajin. Doch wie wir wissen, überlebte er die Zerstörung Nameks und kam mit dem nächsten Charakter zurück zur Erde. Ja, wirklich sehr beeindruckend. Dieser Super Saiyajin ist bemerkenswerter, als ich gedacht hatte. King Cold. King Cold ist der Vater von Freezer, der über Freezer steht. Ich denke auch, dass er stärker als Freezer ist, da wir konnten ja durch Future Trunks nicht seine Kraft sehen, da er beide problemlos zerstückelt hat. King Cold ist anders als Freezer. King Cold bettelte um sein Leben und bot sogar Planeten für sein Leben. Nein, verschone mich! Gnade! Ich schenke dir einen Planeten! Nein, ich gebe dir gleich mehrere und ich leg sogar noch eine Galaxie obendrauf! Aber ich flehe dich an, verschone mich, hab Mitleid! Seitdem trat King Cold nur noch mal kurz in der Hölle auf. Und das war's auch schon mit King Cold. Gut, er hatte auch einen Auftritt in Dragon Ball Super Broly. Jedoch war er nicht sonderlich lang und er war auch nur da, um zu introducen, dass Freezer jetzt der große Boss des Freezer-Armee ist. Dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter in der Familie. Wie? Was passiert hier gerade? Was hat er getan? Ah, er hat sich verwandelt. Hier kommt dein Ende! Cooler, falls ihr euch jetzt denkt, wer ist Cooler? Cooler ist der Bruder von Freezer, der in einigen Dragon Ball Z-Filmen auftrat. Er war sogar noch stärker als Freezer. Doch ihm wurde seine Kraft nicht in die Wiege gelegt. Im Gegenteil, er musste dafür hart trainieren, um seine höhere Stufe zu erreichen, die sogar Freezer übertroffen hat. Jedoch glaube ich sehr stark, dass der Golden Freezer stärker als das ist. Aber ich bitte dich, was ist der Golden Freezer für eine einwandslose Scheiße? Genug von Freezer, ich könnte ein ganzes Video über ihn machen, bin ich euch ehrlich. Wollt ihr ein Video über Freezer? Schreibt es in die Kommentare. Aber erst sind wir bei Cooler. Cooler bekam natürlich auch anderweitig mehr Aufmerksamkeit, als er eigentlich sollte. Auch in Dragon Ball Xenoverse. Und er konnte mit Freezer in einem Videospiel fusionieren. Ja, aber wie gesagt, es ist nur ein Game und zählt daher nicht. Und es ist ja auch kein Teil des Freezer-Clans, sondern nur eine Fusion.
Also würde ich sagen, wie gesagt, und genau auch aus diesen Gründen würde ich die Games ausklammern. Und das war es auch mit der Familie von Freezer. Es wurde zwar einmal eine Oma erwähnt, doch diese wurde nie gezeigt und es gibt darüber auch keine weiteren Angaben und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Meine Damen und Herren aus dem 7. Universum, ich bedauere es zwar, dass wir uns auf verschiedenen Seiten gegenüberstehen, doch ist und bleibt dies hier ein sportlicher Wettkampf. Natürlich will jeder, dass sein Team gewinnt, aber ich bin sicher, dass wir uns am Ende die Hände reichen und zu einem fairen Duell gratulieren können. Als nächstes haben wir Frost. Frost kommt in Dragon Ball Super vor und ist das Gegenstück zu Freezer. Er kommt aus Universum 6. Er gab sich als Weltretter aus, um Planeten extrem günstig kaufen und dann weiterverkaufen zu können. Denn er begann die Kriege auf diesen Planeten und beendete sie dann auch wieder. Er war also genauso hinterlistig wie Freezer. Nur ein bisschen cleverer, wie ich finde. Er schummelte sogar im Turnier zwischen Universum 6 und 7. Zu Frosts Familie gibt es keine Angaben. Er hatte auch keine große weitere Rolle. Außer im Turnier der Kraft, aber das möchte ich euch nicht spoilern. Falls ihr Dragon Ball Super noch gucken wollt, ist zwar schon einiger Zeit draußen, aber will ich euch nicht spoilern, aber er hat da in, glaube ich, ein oder zwei Folgen eine größere Rolle bekommen. Ich glaube, es war eine. Oh, und da es mir gerade einfällt, es gibt doch noch ein Mitglied der Freezer-Familie. I'm the strongest in the universe! I could never lose! Your days of tyranny are over forever! Who do you think you are? I'm Bardock! Chillt! Wer zum Frikadellenbrötchen ist Chillt? Er kommt in der Episode of Bardock vor. Chillt ist ein Vorfahre von Freezer, Cooler und King Cold. In welcher Verbindung sie genau stehen, weiß man leider nicht. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen, ob sie zu einer Familie gehören. Man weiß nur, dass das der Vorfahre von Freezer, Cooler, King Cold, also dem Freezer-Clan ist. Chillt kann wie Freezer und Co. den Todesball und den Todesstrahl. Er war zu seiner Zeit ein Weltraumpirat, der lange vor dem Angriff von Freezer auf dem Planet Vegeta lebte. Er hat sich nie verwandelt gehabt. Jedoch könnte er das wohl. Also theoretisch. Er hat seine Nachfahren, also Freezer und Co., vor den Super Saiyajin gewarnt, da Bardock ihn als dieser besiegt hatte. Kommen wir zum letzten. Kurisa. Ich war mir hier ziemlich unsicher, ob ich ihn dazuzählen will, wobei ich auch die Games außen vor gelassen habe. Aber den Sohn von Freezer aus einem Fan-Manga wollte ich dann doch reinlegen. Kurisa ähnelt sehr stark seinem Vater. Er ist kleiner als sein Vater, hat einen kastanienförmigen Kopf und sein Edelstein sind entweder lila, wie in dem Manga, oder braun, wie in den Videospielen. Naja, Kurisa hat auch eine Verwandlung. Ja, nur eine. Er kann sich nur in die finale 100% Form verwandeln. Kurisas Aussehen in dieser Form ähnelt sehr stark dem seines Vaters in seiner endgültigen Form. Außer dass Kurisa ein bisschen kleiner ist und seine Körperteile dunkelbraun gefärbt sind. Und dass sein Kopf wie eine Kastanie aussieht. Also wie eine Kastanie geformt ist. Darauf basiert auch im Übrigen sein Name. Och, und ich merke, dass ich wieder viel zu viel über einen Non-Canon-Charakter rede. Ah, nun ja. Machen wir mit dem letzten Punkt weiter. Kommen wir zum letzten Punkt. Die Formen. Mir ist klar, dass Kurisa von den eigentlichen Formen abweicht. Jedoch ist er auch nicht Canon, deswegen zählt er nicht. Hier haben die Freezer-Clan-Mitglieder gestreifte Gliedmaßen, sind kleiner und können nicht auf ihre volle Kraft zugreifen. Dies ist also keine Form, in der sie unbedingt kämpfen. Wir sehen in dieser Form Freezer, Frost und Chillt. Vielleicht auch King Cold, aber ich denke, dass wir ihn hier eher in seiner zweiten Form sehen. Denn in der zweiten Form ist man genau gleich wie in der ersten Form, nur dass man größer und stärker ist. Die dritte Form ist das. Warum haben die einen ovalen Kopf? Der sieht sehr missgebildet aus. Deswegen haben wir ihn nie lange gesehen. Wir haben ihn kurz bei Freezer und bei Frost gesehen. Frost behauptete hier, dass das seine finale Form ist. Doch das glaubt ihm natürlich keiner, da er seine nächste Form zu gefährlich ansah. Die vierte Form. Auch als wahre Form bezeichnet, lässt den Anwender seine volle Kampfkraft nutzen. Man hat auch keine gestreiften Gliedmaßen mehr. Doch warum sah Frost es als zu gefährlich an? Nun ja, als Anwender übertreibt man es in dieser Form sehr gerne,
Und da er ja gewinnen wollte und töten verboten war, wollte er zuerst diese Form nicht einsetzen. Oh, und Kula hat noch eine Form. Die fünfte Form. Hier bekommt er einen Mundschutz. Also, da dieser keine FFP2-Mundschutz ist, kommt er auch damit trotzdem nicht in den Supermarkt. Sorry, Kula. Und seine Stacheln auf dem Kopf bilden eine Krone, die seine neu gewonnene Stärke symbolisieren soll. Eine Form habe ich aber noch vergessen. Golden Freezer. Diese Form hat nur Freezer erreicht, als er 4 Monate trainiert hat. Er ist nun so stark, dass er sich schon fast mit einem Gott der Zerstörung messen kann. Trotzdem verlor er durch einen Zeitsprung gegen Goku und Vegeta. Doch diese Form hat einen gigantischen Nachteil. Sie frisst extrem viel Ausdauer. Das heißt, er kann sich nur 5 Minuten verwandeln und danach nimmt seine Kraft und Ausdauer ab. Diese Info bekommt man im Resurrection F Arc. Doch er schaffte es, mit mentalem Training diese Form zu meistern. Streng genommen hat er es zwar auch geschafft, im Broly-Film 1 Stunde Zeit zu schinden in dieser Form, aber der Broly-Film ist nochmal eine ganz eigene Klasse für sich, über das ich nochmal ein extra Video machen will. Und theoretisch gibt noch die 100% Form. Diese haben wir nur bei Freezer gesehen und er hat sie kaum benutzt. Er bringt mit dieser Form die volle Kraft zum Vorschein und wird muskulöser. Sie hat aber das gleiche Problem wie Golden Freezer. Und da es diese schon gibt, wie sollte man sich dann in diese verwandeln? Frost hat es auch geschafft, die 100% Form zu meistern. Jedoch haben wir das auch nicht lange gesehen. An diesem Punkt weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt als eigene Form zählen sollte. Oh, und Kurisa überspringt direkt die 3 Formen bis zur wahren Form. Jedoch ist er ein Parodiecharakter und deswegen lasse ich ihn wie gesagt außen vor. Ich weiß nicht mal, warum ich ihn erwähne. Und damit haben wir jetzt alle Mitglieder des Freezer Clans und alle Formen besprochen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet einen Einblick in den Freezer Clan bekommen. Wenn ja, gebt doch gerne einen Daumen hoch und abonniert doch sehr gerne diesen Kanal. Würde mich extrem freuen und schaut auf meinem Twitch, Discord, etc. vorbei. Link wie immer in der Beschreibung. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.